Hallo, liebe Freunde von Campfeeling. Da bin ich wieder. Eine ganze Weile durfte ich nicht dabei sein. Robert wollte unbedingt alles alleine machen, aber heute bin ich wieder hier. Ja, wie ihr seht, gucken wir diesmal nicht aus einem Wohnmobil, sondern aus einem Caravan. Und wir haben uns gedacht, weil wir ja alles rund um das Camping euch zeigen wollen, sind wir diesmal mit einem Fahrzeug dabei, was auch von kleinen Fahrzeugen, von kleinen Autos gezogen werden kann. Und zwar ist es von LMC. Von der Serie Münsterland, der Sassino 460e Grey Edition. Er ist 6,75 Meter lang und hat ein technisch zulässiges Gesamtgewicht von 1200 Kilogramm. Das heißt also, ist eine Feder unter den Caravans. Ja, dann komme ich doch mal raus, wie Frau Holle. Ja, moin Freunde, hallo. Ja, dieser Sassino ist zwar ein kleines Fahrzeug, hat es aber so in sich. Das ist toll gelöst, ne? Mit der zweigeteilten Tür. Ich glaube, das gab es früher schon bei älteren Campingwagen und sowas. Ne? Und macht ja auch Sinn, wenn man zum Beispiel einen Hund hat oder kleine Kinder, dass die nicht immer gleich rein und rausrennen können. Dann macht man hier die Klappe zu und die große auf. Und schon ist alles sicher. Oder für dich als Kanalsteuerer. Ja, für mich als Kanalsteuerer sowieso. So aus, wenn du das Bier witterst. Man kann nicht aus dem Bord fallen, sozusagen. Ne? Ja. Ja, wir können es ja auch mal so auflassen. Von der Optik her, das Fahrzeug hat aufgesetzte Fenster. Diese Hammerschlagoptik finde ich persönlich immer ganz schick. Ja, na gut, ist eine Geschmackssache. Ja. Ich finde, es sieht ein bisschen oldschool aus. Aber ich glaube, das ist auch mal ein persönliches Empfinden und unterm Strich darf man, glaube ich, auch einfach dann zum Schluss den Preis auch nicht verkennen. Das ist einfach so, ne? Nein, oldschool hin oder her. Ich habe ja selber mal einen Caravan mit solchem Blech gehabt. Ne? Der einzige Nachteil daran ist, dass sich so Algen und feiner Dreck in diesen Poren so niederlässt und man muss richtig, richtig doll schrubben und putzen, damit das sauber bleibt. Aber mittlerweile gibt es ja auch verschiedenste Mittelchen dafür. Nö, das wird sich schon jeder einfallen lassen, wie er es hinkriegt. Jeder nach seiner Fassung. So sieht's aus. Ja, dann fangen wir mal, weil wir ja mal beim äußeren Beginn gleich mal mit dieser großen Klappe hier an. Jetzt wird aber eine große Klappe. Ja. So, hier ist eigentlich richtig gut Platz. Das heißt also, ja, viele Fahrzeuge von den kleineren Wohnwagen haben das ja so, dass man unter den Betten drin dann den Stauraum hat. Aber mit so einer schönen Außenklappe lässt sich natürlich vieles einfacher beladen. Das ganze Campingmobiliar zum Beispiel. Ne? Mhm. Muss man das nicht umständlich erst reintragen in den Wohnwagen und dann unter den Kojen verstauen, sondern hat hier diese Möglichkeit. Das geht auch hier in der Tiefe noch weiter und hier auch, wie man sieht. Also es ist doch wirklich Platz. Ja, obwohl man sagen muss, gerade jetzt hier die Holzteile, da muss man natürlich gerade aufpassen, wenn man hier feuchte Sachen reinlegt, wenn es vielleicht gerade mal geregnet hat. Ne? Ja, das ist richtig. Aber da kommen wir ja zu, wenn wir nachher drin sind, das Fahrzeug hat auch einen schönen Kleiderschrank, also man kann hier auch feuchte Sachen dann irgendwo mal da aufhängen. Ja, bei so einem kleinen Wohnwagen, da muss man eben halt auch Kompromisse eingehen, ne? Das ist klar. Alleine auch schon vom Gewicht, wenn wir schon einmal dabei sind. Wir haben riesige Stauräume hier zwar drin für das kleine Fahrzeug, aber es hat ein zulässiges Gesamtgewicht, wenn ich die technische Gesamtmasse sehe, ne? Von 200 und ein paar zerquetschten. Also wir sagen es nachher nochmal genau. Und das ist nicht so viel. Nee, das stimmt, das ist nicht so viel. Aber im Notfall, wenn das Gesamtgewicht des Zuges dann nicht übersteigt, dann mache ich halt das ins Fahrzeug rein, ne? Kofferraum. Oder es gibt ja auch noch Dachboxen. Also da gibt es ja viele kreative Möglichkeiten, die man... Ja, das ist der Vorteil gegenüber einem Wohnmobil. Also ich muss hier nicht ganz so mit diesem Gewicht so rechnen. Wenn ich hier ein leichtes Geschirr oder irgendwas drin habe, ne, und meine Betten, den Rest kann ich ja für die Urlaubsfahrt auch im Kofferraum verstauen. Und wenn ich dann irgendwo auf dem Platz stehe mit zum Teil und dann belade ich ihn, dann interessiert das ja nicht. Ja. Ja, dann kommen wir mal zur Heckansicht.
Ich finde, das ist jetzt nicht spektakulär, aber sieht vom Heck her ganz schick aus. Ist ein frisches, modernes Design, ja, genau. Das muss man so sagen, genau. Auch mit der großen Heckscheibe sieht das ganz gut aus, ne? Ja. Und vor allen Dingen, die ist auch zu öffnen. Ja, die geht auch zu öffnen. Das heißt also, hier hinten haben wir ja den Schlafbereich, das sehen wir nachher, wenn wir drin sind. Hier kann ich schön bei frischer Luft nächtigen. Nächtigen, genau. So, von der anderen Seite, du weißt hast du, an was mich das so von den Rückleuchten ein kleines bisschen erinnert? Nee. So ein bisschen auch an den Fendt. Zumindest ist das Modell. Sieht so ein bisschen aus wie, zumindest die Rückleuchten, wie bei den aktuellen Fendt-Modellen. Kann ich mich auch täuschen, aber... Ja, ich habe es jetzt gar nicht so im Kopf. Aber kann schon sein, ja. Ja, hier hat man auch schöne Griffe dran, wenn man das Fahrzeug auf dem Platz rangieren muss. Und keinen Mover hat, ich schätze mal für die Fahrzeuggröße braucht man das nicht unbedingt mit dem Mover, ne? dann kann man hier schön, die fassen sich auch sehr stabil an. Kann jetzt wäre aber blöd, wie wir es jetzt den Griff in der Hand gehabt. Spann an gleich gesagt, du darfst kaufen. Ja, Spann an gleich gesagt, spann an das Teil, jetzt ist es deine. Ja, hier von der Seite hast du ja schon gefilmt, Robert, genau. Hier kommen wir schlecht durch. Wir machen einmal den Schnitt und gehen rum, ne? Okay, wir sehen uns gleich. Ja, hier auf der Seite gibt es so viel jetzt nicht zu sagen. Wie immer zeigen wir die Klappen. Hier verbirgt sich das Frischwasserdeckel dahinter. Mhm. Für den Frischwassertank, an dem man auch super gut rankommt. Das zeigen wir nachher drin. Das stimmt, der ist wirklich leicht und gut zu erreichen. Elektroanschluss. Landstrom. Sei froh, dass du heute nicht dein Magic Wort hast. Den Schlot. Ja, genau, den Schlot. Hier hat man zugeschlossen, hier kommt man nicht ran, aber es sieht ja auch jeder, der sich ein bisschen mit Wohnwagen und Wohnmobilen beschäftigt, das ist die Klappe für die Toilette. Also für die Toilettenbox. Ja. Toilette wäre ein bisschen schlecht, ne? Sich da reinzuquetschen. Toilettenkassette, genau. So, und dann ist ja bei Caravans ein Unterschied zu Wohnmobilen. Hier hat man meistens rollbare Abwassertanks. Also öfters, nicht bei allen, aber ja, aber bei den meisten eigentlich. Und dafür habe ich hier unten drunter, da wo meine Hand ist, ist dieses Abwasserrohr, so wie man es auch bei Wohnmobilen sehen. Ja. Dort stelle ich dann den Abwassertank drunter und lasse das da reinlaufen. Genau. Und wo ist der Grauwassertank jetzt? Da kommen wir jetzt gleich dazu. Ja. Das ist nämlich das gute Stichwort. Schon können wir uns nämlich die schicke Front angucken. Denn hier, finde ich, sieht er richtig hübsch aus. Ja, das modern, stimmt. Macht einen hübschen Eindruck. Modern gestylt. Auch sauber so, ne? Wenn man das hier, die Abdeckung, ich meine, das ist heute üblich, aber ich sag mal, bei so einem kleineren Caravan ist es... Ist auch nochmal mit seinen rutschhemmenden Locken drauf, ne? Ja, ja. Fasst sich auch gut an. Hier hat man mit Bremse, die Kurbel und Anti-Schlingerkupplung. Und Anti-Schlingerkupplung. Und hier drin. Sesam öffnet dich. Ach, hier habe ich ja wirklich schön Platz für die Gasbuddeln. Ja, wir fangen mal gleich da rechts in der Ecke an. Dort haben wir nämlich den Abwassertank, den Grauwassertank. Ne? Genau. Der ist dort schön gelagert. Wenn ich dann wieder unterwegs bin, stelle ich den dort wieder rein. Ansonsten ist das hier ganz aufgeräumt gemacht. Hier habe ich die beiden Keile, ja. Damit das Fahrzeug mir auch nicht wegrollt. Das ist die Kurbel für die Stützen, ja. Für die hinteren Stützen. Und vorne hat er aber auch Stützen, sehe ich gerade hier. Ja, war ein bisschen versprochen für die Stützen. Ja. Halt, ne? Und dann kann ich hier auch zwei 11 Kilo Gasflaschen unterbringen. Und ich habe hier voll gut Platz. Ne? Ich könnte jetzt quasi in zwei Steps nach drin befördern, die Gasflaschen einmal jetzt vom Boden. Hier ja, ist auch schön hier mit dem Metall gemacht, so dass man das auch schön auswischen kann. Ne? Hier habe ich noch ein bisschen Platz, um noch irgendwie verschiedene andere Sachen noch unterzubringen, wenn ich unterwegs bin, eine Werkzeugkiste oder eben verschiedene andere Sachen. Nee, das ist toll gemacht. Ja. Auch hier mit Gasdruckdämpfer, damit ja. Hält die von allein. Auch noch mal ein schönes großes Fenster, was ja. Ich auch wiederum öffnen kann. Okay. Ja, schönes Ding, ne? Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich drin wieder, Freunde. Lass uns reingehen. Bis gleich. Moin, Freunde von Campfeeling. Kommt rein.
Hallo, ja, wir kommen. Ja, hoi. Willkommen hier im LMC-Wohnwagen. Dadurch, dass wir hier kein Führerhaus haben, beziehungsweise auch kein Cockpit, habe ich mir gedacht, fangen wir einfach mal von hinten an und arbeiten uns gemeinsam nach vorn. Ja, super Idee. Super Idee. Ja. Was haben wir hier? Hier haben wir ein kleines Brett über den Fenstern, wo ich was ablegen kann. Vielleicht ein Buch. Mit Kante, ja. Mhm. Genau. Oder vielleicht auch ein Telefon, Tablet, was auch immer. Dann habe ich hier über den beiden Betten zwei relativ große Schränke. Ne? Da habe ich ausreichend Stauraum. Hier habe ich nochmal dieses Eckfach, was jetzt aber ohne Klappe ist. Schön auch gemacht ist quasi diese Zweifarbigkeit und hier auch nochmal, ich hoffe, du kannst ja mit der Kamera rangehen. Ja. Etwas näher, hier ist so ein bisschen so ein Muster eingeprägt. Ja. Das sieht man das? Ich hoffe es. Ja, man sieht es ein bisschen doch jetzt so im Licht, ja. Das Material ist relativ einfach so gemacht. Gut, man muss natürlich auch den Preis sehen, den sagen wir zum Schluss. Genau. Aber sieht alles gut verarbeitet aus. Dann habe ich jeweils links und rechts diese zwei schwenkbaren Leuchten, wie man sie auch von anderen Karawanen und Wohnmobilen kennt, die ich auch rausnehmen kann. Davon bin ich ja ein großer Freund mit diesem Schienensystem. Aber Robert, nicht wieder einstecken. Genau. Ich wundere, warum du in deinem Wohnmobil neuerdings so viele Lampen hast. Der ist der Lampenkönig. Ja genau, dann führt sich das hier fort mit den großen Schränken. Der eine hier hat auch nochmal eine separate Entlüftung. Das ist ganz praktisch, dass sich kein Kondensat groß bildet. Ne? Oder vielleicht, wenn man doch mal irgendwie was Feuchtes reinmacht. Zum Beispiel vielleicht nur noch eine Jacke oder sowas, wo man sagt, komm, Aufbruchstimmung, wir wollen weiter. Ist auch ganz gut, denn ich habe hier hinten das mit Kunststoff hinterlegt. Das ist eine gute Sache. Dann hier habe ich auch nochmal drei große Regalfächer, die ich nutzen kann. Ja, wenn man da so schläft und da ein bisschen was ablegt, ne? Ein bisschen so Unterwäsche oder Handtücher. Was du wieder denkst. Na, komm. Nein, aber das ist schon... Warte mal, Robert, bevor du das aufmachst, mach mal bitte, sonst geht das abhanden. Wir haben vorhin von draußen das schöne große Fenster. Achso, ja. Mach mal bitte die Gardine auf. So. Sieht doch viel schicker aus. Genau. Guck mal hier, was das für ein Panorama ist, wenn man hier morgens aufwacht. Ne? Das ist schön. Ja. Nee, wirklich. Ich meine, vom Platz her, das muss man einfach sagen, egal ob das jetzt dieses Modell ist, was ja relativ klein ist, oder größere Wohnwagen, kann man natürlich nicht mit einem Mobil vergleichen. Ne? Nein, das ist doch klar. Das ist einfach so. Also, ich meine das so, dass die Caravans Wohnwagen definitiv mehr Volumen haben. Okay, dann habe ich jeweils an jedem Fenster hier ein Insektenschutzgitter und ein Rollo jeweils an jedem Fenster. Ne? Jo. So, dann haben wir Gefährt, Lattenrost, jeweils links und rechts mit Gasdruckdämpfern. Findet sich nämlich hier hinten die Truma-Heizung. Das ist jetzt die Koje, die keinen Außenzugang hat. Also genau, keine Serviceklappe von außen. Keine Serviceklappe. Genau, da komme ich gut an die Heizung ran. Und auf dieser Seite, Freunde, haben wir das Fach, wo ich von außen auch gut rankomme. Hier, da wo die Punkte zu sehen sind, das ist die Klappe dort. Hm? Vielleicht gibt es viele Leute, die dann auf hohem Niveau jammern. Wir können ja doch mal ganz kurz da drüber blenden und sagen, oh mein Gott, da sieht man die Kabel. Ich persönlich finde das eigentlich gar nicht schlimm. Hat einfach den Grund, erstens, da gucke ich eh kaum hin. Und der zweite Grund ist, wenn mal was am Fahrzeug ist, super gut und super schnell zugänglich. Also ich finde es nicht verkehrt. Muss man so sagen. Das Fahrzeug hat jetzt zusätzlich noch dieses Polster. Und zwar, das ist pfiffig und gut gelöst, habe ich hier ein Auberplattenrost. Ein Rollsystem, das geht über die komplette Länge des Bettes oder der Bettin. Und dann kann ich mir das hier reinlegen und dann habe ich ein schönes, großes, riesiges Doppelbett. Ja, genau. Genau, das Signal ist das erhältlich. Genau, dann kann ich das aber so reinstüdeln. In dem Gesamtpreis, den wir nachher nehmen, ist das schon alles mit drin. Genau. Okay. Dann habe ich hier auch nochmal, du kannst es nochmal kurz zeigen, dann sind wir auch für hinten schon durch. Eine schöne 220 bzw. 230 Volt Steckdose.
Womit machen wir weiter? Küche? Wir gehen zur Küche. Genau. Super. Hier oben über der Küche befindet sich ein schöner, großer, zweigeteilter Schrank. Hier habe ich auch noch mal ein Brett drin. Das liegt jetzt hier lose dran. Da sind sicherlich die Pinöbel noch nicht dran montiert. Nee, genau. Auch wieder zweifarbig und mit dem Print oder mit dem Motiv drauf gedruckt. Dann habe ich hier einen schönen 3-Gas-Flammenkocher. Ja. Der müsste, die hat keine Piezo. Okay, dann hatte ich mich vorhin verguckt. Dann muss ich es hier quasi noch mit Feuerzeug machen. Ja. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Habe ich hier ein schönes, relativ tiefes Waschbecken mit Schwenkwasserhahn. Ja, cool. Ich hätte mir hier vielleicht gewünscht, aber das kann man sich auch nachrüsten, wenn man das möchte, dass man hier vielleicht noch mal ein kleines Brett, auf jeden Fall vielleicht noch mal einen kleinen Schutz hat zur Bettwäsche, dann gerade wenn man irgendwie wegkocht, backen fällt aus, aber kochen und dann brät, brät die fetten Braten, ja, brät. Die große Ente. Ja. Und dann abwaschen möchte, kann es ja doch mal schnell passieren, dass es rüberschwappt, dann würde ich hier mir was persönlich ranbauen. Aber du kennst es ja von uns, Robert, ne? Als Camper ist man flexibel, da ja, sicherlich. Sich, lässt man es bestimmt was einfallen. Aber das auf jeden Fall. Dann habe ich hier oben die schönen, jo, schön designten Lämpchen mit LEDs. Habe hier auch nochmal eine 220-230 Volt Steckdose. Das ist der Schalter nochmal für das Licht über dem, dem Schrägstrich der Betten. So, und hier, Kühlschrank. Hier haben wir noch einen schönen Dometic-Kühlschrank mit einem ausreichend großen Gefrierfach. Jo, guck. Achso, und das Schöne an dem Kühlschrank ist übrigens, dass ich hier sogar auswählen kann. Nehme ich auf Landstrom, nehme ich auf Gas oder nehme ich auf Batterie. Mhm. Denn ich finde, es gibt ja auch viele von euch da draußen, die sicherlich sagen, ich habe zwar einen Caravan gespannt, bin aber trotzdem gern mal ein Wochenende autark. Und dafür ist das natürlich dann eine gute Sache. Muss man einfach so sagen. Ne? Dann haben wir hier den Besteckkasten, der ist für 5 Kilo zulässig. Der hat sogar eine Soft-Close-Funktion. Den Pushlock wieder zu. Hier haben wir noch ein schönes, feines Schränkchen, was ausreichend dimensioniert ist. Da komme ich, kann ich eigentlich alles, was so wichtig ist, Töpfe, Teller unterbringen. Vielleicht wäre da noch eine Empfehlung wert, dass man da sagt, man nimmt noch was Rutschhemmendes. Ja, na klar. Aber da sind wir wieder bei dem Thema gerade. Das macht man sich sowieso individuell dann. Das auf jeden Fall. Übrigens, was schön gelöst ist, dieser gleiche Print, der hier auf diesem Holzdekor ist, der findet sich auch hier in der Tür wieder. Das ist toll gemacht. In der Badtür, okay. Genau. Mhm. So, ja, dann gehe ich mal, Robert, geh mal zur Seite, dann gehe ich mal wieder hin zum Film. Voilà, da sind wir im Bad. Ich fange gleich mal hier oben an, hat man hier oben in der Ecke so ein schönes kleines Fächlein noch hier oben zum Ablegen. Ein Spiegel, der ums Eck geht, das heißt einmal hier und einmal da. Hier nochmal große Regale, also man kriegt hier, wenn man dann ein paar Tage auf dem Campingplatz steht, kann man seine Sachen schon schön abstellen hier, ne? Inklusive Handtücher, die man vielleicht oben hinlegen kann und seine ganzen Utensilien. Sag was zum Waschbecken, Robert? Oder ja, ist auf jeden Fall ausreichend. Also ich meine, zu der Toilette gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, die ist jetzt ohne Dusche. Ja. Wie bei vielen Wohnwagen. Genau, hier haben wir die Toilette. Also man kann, die ist sozusagen quer 90 Grad zum Badschnitt eingebaut, sodass man hier auch gemütlich sitzen kann. Ja. Und vom Platzverhältnis ist sie ausreichend. Ja, ne? Genau. Genau. Ja, Freunde, dann machen wir einfach einen Turn hierher. Ja, das kriegen wir hin. Dann haben wir hier noch einen schönen großen Schrank. Ja, mit Kleiderstange oben. Mit Kleiderstange oben, genau. Hier habe ich die Elektrik verbaut, den Schaltkasten, den Sicherungskasten. Habe hier nochmal eine separate Wartungsklappe für an den Heizungen oder an den... Ja, genau. Man hat hier von außen, das zeige ich gleich, hat man nämlich die Heizung, die Truma-Heizung. Und hier ist die ganze Kabellage und die Rohre, die das heißt die Lüftungsschläuche, die zur Heizung gehen. Und das ist praktisch, weil durch diese große Wartungsklappe kommt man auch wirklich gut ran. Ja. So. Warte, ich mach gleich mal runter, Robert, weil wir jetzt gerade über die Heizung gesprochen haben. Ja. So.
Hier hat man die Truma-Heizer. Genau. Das ist auch so üblich, wie man das hier in den Caravans verbaut. Genau, hier oben habe ich meine Einstellmöglichkeiten. Ja, und da nochmal, ne? Ja. Alles gut. So, dann haben wir hier, Freunde, nicht wundern, das ist hier Folie. Nicht, dass ihr denkt, hier ist irgendwas defekt, das ist einfach nur die Folie. Die war schön abgeschubbert. Dann haben wir hier noch eine schöne, ausreichende, sag ich mal, Sitzgruppe, wo ich mich vertun kann. Habe hier oben auch nochmal wirklich tolle Möglichkeiten, was abzulegen. Habe hier oben ein wirklich großes Hege. Das klar war ich, aber auch Zubehör oder Sonderausstattung, zumindest in der Größe. Und habe hier auch nochmal eine schöne individuell verschiebbare Lampe, die ich mir darin bauen kann, wo ich das möchte. Dann haben wir hier nämlich drunter verbaut. Das meinte der Nils vorhin. Hier haben wir den Frischwassertank verbaut. Da komme ich super gut ran, also da gibt es ja keine zwei Meinungen eigentlich. Ne? Nee, das ist wirklich gut. Ja. Auf jeden Fall. Zum Saubermachen, wie auch, wenn man irgendwie an den Schläuchen irgendwie was machen muss. Ja. Das ist top. Nee, das ist wirklich super gelöst. Ja, und so wie ich es rausgelesen habe, kann ich den Tisch auch jetzt quasi nochmal halbieren, um die Hälfte. Das eine Bein raus, in die zweite Schiene ein und dann könnte man quasi hier nochmal ein Bett draus machen. Ne? Ja, da gibt es ja dieses Zusatzpolster dazu. Ja, aber ich glaube, das passt nämlich ganz gut, wenn du nämlich diese beiden Polster nimmst und der Tisch ist unten, dann ist das nämlich genau. Ah ja, ja, guck. So, also so hatte ich es mir vorhin durchgelesen. Ja. Ne, Freunde, das war ein kurzes, knackiges Video und dann würde ich sagen, setzen wir uns mal zusammen. Ja, Nils, was sagst du nur zu dem kleinen, knuffigen Caravan? Ja, wenn ich ein kleines Auto habe, oder was heißt ein kleines Auto? Ein Auto, was dafür ausgelegt ist, nicht mehr als 1500 Tonnen ziehen zu dürfen. Ja, mein Kilo, Freunde. Oh yes, Kilo, ja. 1200 Kilo. Entschuldigung, dass ich kurz zwischengrätsche. Ich glaube, das liegt vielleicht hier an der Halle von Spannern, denn bei Spannern im Video hat der eine Kollege von Spannern auch anstatt 4430 Kilo 4430 Tonnen gesagt. Ah ja, siehst du, das ist ja schon ein kleines Schiff, ne? Ja. Ja, also natürlich 1200 Kilogramm, dann ist das eigentlich ein tolles Fahrzeug hier, der Wohnwagen. Und man muss natürlich auch wissen, was hat man für Ansprüche, wenn man campen geht. Wenn ich so der typische Camper bin, der sagt, okay, ich bin so mehr draußen und mehr unterwegs und sowas, ich will hier drin nur schlafen, dann ist das okay. Wenn man ein bisschen mehr Luxus haben möchte, würde man sich vielleicht nach Alternativen umgucken. Ja. Aber ansonsten, ne? Ja, also ich glaube, es ist natürlich eine sehr, sehr gute Alternative für diejenigen, die sagen, ich würde gern campen oder Camping betreiben, ja. Die darauf wirklich sagen, ich habe Bock. Und ich habe natürlich hier für unter 18.000 Euro, habe ich natürlich hier ein neuwertiges Fahrzeug. Ja, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, wenn man dann sagt, okay, wenn man das vergleicht, dadurch bedingt, dass auch momentan der Gebrauchtwagenmarkt ziemlich deftig ist von den Preisen, liegt natürlich auch an der momentanen Lage, ganz klar, ist das natürlich für das Geld eine super Geschichte. Ne? Und sicherlich habe ich dann Sachen, wo ich vielleicht zurückstecken muss, wie ich habe jetzt hier keine Dusche drin, aber wer sich für so ein Fahrzeug dann interessiert, der weiß das und ich denke, dafür ist das eine coole Sache. Also, ja, wir haben das ja auch gesehen, ne? Vorne die Abdeckung auf der Deichsel und dann hat er außen auch schon eine LED-Beleuchtung über der Tür. Und diese ganzen anderen Sachen, was wir hier gesehen haben, mit dem Kühlschrank, mit dem Schrank hier, wie es alles so geregelt ist, die Außenklappe, sind ja manche Sachen auch gegen Aufpreis. Aber so wie er hier steht, kostet er inklusive Überführung 17.950 Euro. Also ein Caravan für unter 18.000 Euro. Super Preis. Kann man machen. Und, das hatten wir im Schlafzimmer auch schon, Schlafzimmer gut gesagt, hier hat man auch genau nochmal diese tolle Optik, wenn man hier gemütlich sitzt. Ja. Kann man schön rausgucken. Auch zum Öffnen. Ja. Ja, Freunde, das war jetzt ein kurzes, schnelles Video. Wie immer nochmal großes Dankeschön an die Firma Spann an. Wie so oft bei uns, bedingt auch durch die Arbeit, haben wir hier wieder überzogen. Durften trotz nach des Feierabends noch drehen. Nochmal vielen Dank.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Abo da, was euch zu dem Fahrzeug einfällt oder was euch interessiert. Oder wenn ihr Kritikpunkte an uns habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Und wir gucken mal, dass wir die Woche noch ein Video auf jeden Fall drehen. Auf jeden Fall wird demnächst mal eins kommen. Viele Leute haben auch schon von euch gefragt, ja, Robert hat schon ein paar Mal erwähnt, ich muss arbeiten und sowas. Was macht ihr und wer seid ihr sonst? Wir drehen demnächst mal eins, wir über uns. Genau. Damit ihr mal alle Bescheid wisst, wer wir sind. Und dann sicherlich auch die aktuellen Themen, was Corona angeht, bedingt auch die ganze Camping-Situation, was jetzt auch gerade aktuell wieder mit dem Deutschen Campingverband los war. Sowas definitiv wird damit behandelt. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund. Ja, wir müssen auch aufpassen. Ich glaube, Mitternacht kommt der Wachschutz, Robert. Wir müssen los. Gut, tschüss.